Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Molotow Box von 84. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Molotow von 84, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. In schwarz gehalten das Ganze, eine schwarze Metallbox haben wir hier. Auf dem Boxdeckel, hier auf der Oberseite, lesen wir einmal 84. Dann haben wir hier in verworrenen Buchstaben Molotow zu lesen, den Albumtitel. Dann hier eine rote Gestalt, die einerseits einen Molotow-Cocktail in der Hand hält und das sieht mir nach... Ja, ist die Frage nach einem Marker oder nach einer Sprühdose aus. Also daher auch der Albumtitel. Das ist so ein bisschen eine Doppeldeutigkeit. Einerseits Molotow bezogen auf Molotow Cocktail und andererseits auf die Marke Molotow. Für die es nicht kennen, das ist eine der größten Marken im Bereich Sprühdosen und Marker. Ja, dann haben wir hier rechts noch A Dope Kid stehen. Also der das Artwork hier zu diesem Album verantwortet. Der wahrscheinlich... vermutlich auch mal diesen Schriftzug hier angefertigt hat. So, auf den Seiten ist das Ganze hier glatt in schwarz in einer Hochglanzoptik gehalten. Auf der Unterseite ebenso. Hier haben wir dann noch einen Barcode, das Logo von 84, die zwei Fäuste, Distri und A Dope Kid zu lesen. So, es klappert auch schon. Wir werden das Ganze mal öffnen. Der Boxdeckel ist nicht abnehmbar, denn wir haben hier hinten so zwei Scharniere. Und hier ist das Ganze dann zuklappen. Was man hier jetzt wunderschön sieht, dass der Deckel hier geprägt ist. Also dieses Molotow, dieser Schriftzug hier samt diesem Symbol, ist hier komplett so eingeprägt und man kann es hier auch wirklich spüren. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Album Molotow. Dann haben wir hier passend zum Albumtitel einen Marker. Eine Bonus-CD. Ein Bonusalbum, ein Bandana, das sieht aus nach einem Tourflyer, eine Autogrammkarte und ein Blackbook. So, dann machen wir die Box mal wieder zu und widmen uns dem Boxinhalt. Das ist echt eine ganze Menge. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Es ist das vierte Soloalbum von 84. Hier lesen wir dann auch wieder den Namen des Interpreten plus den Albumtitel Molotow. Kleine Info noch am Rande, hier schreiben wir Molotow mit V, also der Albumtitel mit V. Sowohl die Marke Molotow als auch der Molotow Cocktail wird allerdings mit W geschrieben. Das nur am Rande. So, dann haben wir hier einmal eine kleine Gestalt, einen Totenkopf, der hier in 84 Jacke steht und auch einen Molotow Cocktail hier scheinbar in der Hand hält. Und dann haben wir hier noch eine Kiste mit Sprühdosen und hier lesen wir dann noch Paco, der dieses Cover scheinbar entworfen hat. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder 84 Molotow. Ebenso hier auf der Seite. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Afrop, Said, PTK, Cracky Valley und Hasuna und Veli. So, und was wir hier dann noch zusätzlich sehen, sind natürlich hier die Sachen, die wir auch schon auf der Box hatten und natürlich der Barcode. Aber was auch ganz spannend ist, hier passend zum Album, also zu diesem ganzen Artwork und Sprühen generell. Das, was wir hier sehen, ist eine Station bzw. eine Bahn in, ich gehe mal davon aus, in Hamburg. Und hier lesen wir PHASE, also Phase, und das ist der Sprühername von 84. Also hier hat er sich scheinbar verewigt. Ist ja auch recht aktiv gewesen. Jetzt glaube ich nicht mehr ganz so, aber gewesen zumindest. So, wir kommen zum Booklet.
Hier haben wir einerseits nochmal eine Bahn mit Phase-Schriftzug, okay. Dann haben wir die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer gefeatured wurde und wer produziert hat. Weitere Holecars von Phase. Weitere Tracks. Okay, nochmals Phase und hier dann noch die Infos. Die Album-Credits. 8-4 Logo. Dann kommen wir zur Album-CD. Hier haben wir dann auch wieder diesen kleinen Totenkopf. So sieht das aus. Und auf der Rückseite dann nochmal in Schwarz und Grau. Also das sieht echt mächtig aus. So, genug zum Album. Wir haben zusätzlich zu diesem Album auch noch eine Bonus-CD. So sieht die aus, also so wie wir gerade hinter der CD das gesehen haben, in Schwarz und Grau gehalten. Und was haben wir hier? Hier haben wir dann nochmal zwei Bonus-Tracks. Okay. Und dann haben wir noch die Instrumentals. Also die 16 Tracks des regulären Albums hier nochmal in der Instrumentalvariante plus eben diese zwei Bonus-Tracks. Die gibt es hier aber nicht dann als Instrumental. Okay. Dann haben wir wieder die Beteiligten. Und so sieht dann die CD aus. In Schwarz-Grau und Weiß gehalten. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. Aber damit nicht genug. Wir haben noch eine zweite Papphülle. Und das sind nicht nur Bonus-Tracks oder ja, Instrumentals, sondern es ist sogar ein Bonus-Album. Es ist eines der ersten Alben, es ist das allererste Solo-Album von 8-4 gewesen. Abstand, das ist erschienen im Jahr 2011. Wie man hier sogar im Cover unschwer erkennen kann, war 8-4 damals noch bei 187. Und wenn wir uns die Tracklist ansehen, genau, hier sind auch die Features vermerkt. Wir haben hier unter anderem Bones mehrmals drauf, aber wir haben ja auch einmal Jesus. Also, der ist auch dabei und Mosh, also die alten Mitglieder der 187 Straßenbande, weil das Ganze angefangen hat im Jahr 2011, sind hier auf seinem Album alle vereint. Das Ganze ist damals noch erschienen über Top Rot. Ich glaube, lesen wir jetzt hier nicht, eventuell noch auf der CD zu lesen. Nein, auch hier nicht. Okay. Also, so sieht das dann aus. Ist auf jeden Fall Nostalgie. Ist gar nicht mehr so einfach ranzukommen an das reguläre Album heutzutage. Und ich glaube, es gibt viele Fans von 8-4, die vielleicht dann erst mit Wohlstand oder noch später eingestiegen sind. Und die können dann hiermit so die Anfänge nochmal erleben. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier haben wir Achti mit einem Molotow-Cocktail in der Hand. Sieht so aus, als würde dieser gleich geworfen werden. Dann haben wir die Unterschrift 84 mit weißem Stift. Auf der Rückseite nochmal dieses grandiose Artwork, dieser Schriftzug, den wir schon von der Box kennen. Und hier wieder Dope Kid zu lesen. Dann, auch wenn ich es nicht wirklich als Boxinhalt bezeichnen würde, aber wir haben hier dann noch einen Infoflyer, so einen Tourflyer. Und zwar lesen wir hier 84 und Said auf Beutetour 2015. Die beiden waren auf Tour, haben ja auch ihr Album gemacht. 50-50, 8-4 Molotow erhältlich ab dem 25.09.2015. Ja, das wissen wir, denn wir haben die Box ja bereits erworben. Dann haben wir ein Bandana mit dabei. Und zwar ist dieses in der Diagonalen designt. Und das finde ich mal richtig gut und richtig gelungen, denn oftmals hat man Bandanas, die dann so ganz normal gestaltet sind. Allerdings rein so, wenn man das Ganze dann zusammenfaltet, macht das so durchaus mehr Sinn. Also wenn man das dann hier als Tuch im Gesicht trägt, dann hat man hier diesen wunderschönen Totenkopf oder eben als Halstuch. Aber rein so vom Falten her ist das vom Designer schon sehr gelungen. In Schwarz und Weiß. Und dann haben wir hier auch noch auf der anderen Seite. Bedeutet, man kann das Ganze hier auch noch in die andere Richtung falten. Falls er mit dem Totenkopf jetzt nicht ganz so viel anfängt, dann hätte man hier noch den Schriftzug. So, wir haben hier keinen Zettel oder irgendwas, was uns Aufschluss über das Material gibt. Aber ich gehe mal stark davon aus, 100% Baumwolle wird das wohl sein. So, dann packen wir das Bandana wieder zusammen
und kommen direkt zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einen Marker, einen ziemlich dicken Marker. Hier lesen wir 8-4 Catch Me If You Can, also Fang mich, wenn du kannst. Gibt es ja auch einen Film dazu mit diesem Titel. Das Ganze ist dann hier einfach zu öffnen und wir haben hier einen schwarzen dicken Marker am Start. Also der ist echt ja wie so ein ganz dicker Edding und mit dem kann man sich dann wunderschön auf diversen Flächen, Fassaden, Stationen, wo auch immer man möchte, ja, verewigen in Schwarz. Und als letzten Boxinhalt, passend zu diesem ganzen Graffiti-Thema, haben wir dann auch noch ein Blackbook. Auf Deutsch lesen wir hier schwarzes Buch, das Ganze im Querformat. So sehen die meisten Blackbooks aus, also im Querformat. Und zwar haben wir hier dann jede Menge freier Seiten hier. Und zwar ist das hier das Blackbook gedacht für eure Entwürfe. Bedeutet, wenn ihr irgendwie taggt oder wenn ihr sprühen geht, dann könnt ihr hier irgendwelche geistigen Ergüsse festhalten und hier euch ungefähr dann Skizzen zeichnen, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr den Zug oder die Wand entsprechend gestalten möchtet. Und ja, das kann dann hier festgehalten werden. Finde ich auch zum Albumtitel oder generell so zu diesem ganzen Thema des Albums sehr gelungen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Blackbook. Dann haben wir das Bandana in Schwarz und Weiß. Den Tourflyer zur Auf-Beute-Tour. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Das erste Album von 8-4. Das erste Soloalbum Abstand mit 20 Tracks. Den Marker, die Bonus-CD mit 2 Bonus-Tracks und den Album-Instrumentals sowie natürlich das Album an sich mit 16 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Molotow von 8-4. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 8-4 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.